Hallo liebe Motorsportfreunde, willkommen am Nürburgring. Mein Name ist Mirko Bortolotti. Ich darf euch heute in die GRT Grasser Racing Team Box mitnehmen. So Leute, hier sind wir in der GRT Grasser Racing Box. An diesem Wochenende, genauso wie im gesamten ADAC GT Masters Jahr, sind wir mit drei Autos am Start. Nummer 19 ganz hinten, Nummer 82 hier in der Mitte, Nummer 63, das ist mein Baby. Lamborghini Huracan GT3 Evo, die neue Ausbaustufe des Lamborghini Huracan. Dieses Jahr zum ersten Mal im Einsatz. Letztes Jahr haben wir das Auto entwickelt, dieses Jahr ist es im Einsatz weltweit. Und ich darf euch heute das Fahrzeug ein bisschen näher erklären. So, hier an der Frontpartie des Fahrzeugs hat sich am meisten getan gegenüber dem Vorgänger. Wir haben einen komplett neuen Splitter, komplett neuen Unterboden. Die Aerodynamik hat sich ein bisschen mehr auf die Vorderachse geswitcht, weil das beim Vorgänger einfach ein bisschen eine Schwachstelle war von dem Fahrzeug. Also haben wir stark an der Aero gearbeitet, versucht mehr Aero-Grip auf die Vorderachse zu bekommen, um gleichzeitig dann mechanisch ein bisschen nicht so ganz aggressiv unterwegs sein zu müssen, was uns auch den Benefit gibt, dass wir besser über den Long Run kommen, dass wir ein bisschen weniger Reifenabnutzung haben und deswegen das Auto einfach fahrbarer und besser ist in dem Long Run. Auto gegenüber der Straßenversion natürlich die extremste Version des Lamborghini Huracan. So tief wie möglich, so breit wie möglich, aber gleichzeitig auch nur die nötigsten Aerodynamikteile dabei, die wir brauchen. Natürlich ist es wichtig, viel aerodynamischen Grip zu produzieren, aber gleichzeitig auch so wenig wie möglich Drag zu haben. Das bedeutet, versuchen eine effiziente Aerodynamik zu haben, die ermöglicht, viel Anpressdruck in den Kurven zu haben, aber gleichzeitig auch auf der Geraden guten Topspeed zu erreichen. Der Heckflügel hat sich ein bisschen verändert gegenüber letztem Jahr. Das sieht man mit freiem Auge nicht, aber es hat natürlich seinen Sinn, alles im Windkanal getestet. Das Wichtigste für uns war, das Auto fahrbarer zu machen, nicht nur für Profifahrer, sondern auch für Gentleman-Fahrer, weil das Fahrzeug ja nicht nur im Sprint im Einsatz ist, sondern auch auf der Langstrecke. Ansonsten von außen, wenn man sich das Auto so ansieht, sieht es sehr ähnlich aus. Natürlich die Scheinwerferpartien und so weiter ist alles gleich, weil das ist noch natürlich die aktuelle Lamborghini Huracan Version. Da hat sich nicht viel getan, wenn wir mal ins Cockpit schauen. Hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Das ganze Cockpit ist so wie beim Vorgänger. Das Einzige, was sich geändert hat, sind, wir haben neue Lufteinlässe im Auto drin und wir haben einen neuen Überrollbügel, der ein bisschen das Ein- und Aussteigen einfacher macht. Der Vorteil an der ganzen Sache ist, man kann auch ältere Chassis updaten mit dem neuen Aero-Kit und auf Evo updaten. Von dem her haben sowohl Kunden, die das ältere Auto hatten, die Möglichkeit, das Auto abzudaten, oder man kauft sich eben den komplett neuen. Am Ende des Tages überhaupt kein Unterschied. Wenn wir mal weitergehen zum Motor, da hat sich auch nicht viel getan. Wir haben immer noch unseren 5,2 Liter V10 Sauger am Start, der in der Straßenversion 640 PS hat. In dem Fall natürlich, wie wir alle wissen, haben wir Balance of Performance, deswegen sind wir geschätzt aktuell mit 520, 525 PS unterwegs. Und ich freue mich immer wieder, das Auto zu fahren. Ich hoffe, ihr schaltet ein und drückt uns die Daumen. Ist noch alles möglich im Titelkampf. Wir werden alles geben. Vielen Dank.